Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie in einem Ritual, sage ich mal, alle 2 Monate hebt die Linke das Thema FAG hier auf die Tagesordnung. Und im Speziellen will ich Ihnen dazu sagen, wenn Sie jetzt Ihr Thema hier ansprechen, mit der Überprüfung zum Beispiel auch der Beteiligungsquote, dann haben wir, die Koalition, erstmal dafür gesorgt, dass die Überprüfungsfrist von 4 auf 2 Jahre reduziert wurde. Das sollte man immer wieder mal an dieser Stelle sagen. Und insofern haben wir das Gesetz 2009 verabschiedet und die erste Überprüfung findet 2011 statt. Der Herr Minister hat eben dazu ausgeführt und insofern verstehe ich auch die Aufregung nicht. Wenn Sie die Frist noch weiter verringern wollen, vielleicht so im Rhythmus von dem, wie Sie Ihre Anträge stellen, dann glaube ich, ist das nicht solide, sondern lassen Sie uns nach den gesetzlichen Grundlagen hier arbeiten und insofern ist das dann auch aus meiner Sicht rechtens. Was für mich neu war, und das war auch sehr überraschend, die Ausführung von Herrn Ritter, dass er ja im Prinzip jetzt dargestellt hat, das Zwei-Quellen-Modell hat für ihn auch nicht mehr Priorität. Als ich das vorhin noch mal gesagt habe, Ihr Fraktionsvorsitzender war sehr erstaunt, er war zu dem Zeitpunkt, als Sie das sagten, noch nicht da. Also insofern weiß ich gar nicht, nach welchen Prinzipien Sie jetzt hier arbeiten, wie Sie die dann im FAG weiter agieren wollen. Sie haben ja gesagt, zum Beispiel Thüringen ist am Zwei-Quellen-Modell auch nicht zugrunde gegangen, haben dann aber gesagt, insofern teile ich ja da sogar noch Ihre Auffassung, dass diese technische Lösung vielleicht gar nicht das Entscheidende ist. Also Herr Ritter, in dem Punkt muss ich Ihnen sagen, das ist mir inhaltlich sogar sympathisch. Und insofern habe ich dann erfreut, also die Schlüsse, die Sie aus diesem Satz ziehen, also da muss ich doch etwas länger drüber nachdenken. Setzen Sie mich mal bitte jetzt hier in dieser Frage nicht unter Druck. Ja. Also insofern will ich noch mal sagen, wir sollten vor allem uns an gesetzliche Grundlagen hier halten. Und insofern möchte ich doch einfach mal mit dem beschlossenen Gesetz hier beginnen, weil ich glaube, der eine oder andere, dem ist das gar nicht gegenwärtig. Es wird so in die Welt hinein posaunt. So ist es. Aber wenn man dann in das Gesetz schaut, ist es vielleicht ganz anders. Und wenn Sie dann in Ihrem Antrag sich hier berufen, bei Ihren Forderungen dann im Punkt 1, Paragraph 43 Absatz 1, der soll umgesetzt werden, dann gehe ich mal davon aus, es war 44.1 gemeint, weil in 43, zumindest was mir jetzt vorliegt, gibt es keine Absätze weiter, aber nichtsdestotrotz will ich trotzdem auf 43 mal eingehen. In 43 steht, und das ist Gesetz, Landkreis, Neuordnungsgesetz, eindeutig definiert. Die Neubildung der Landkreise lässt die Berechnungsgrundlagen und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2011 grundsätzlich unberührt. Dass das Gesetz verabschiedet wurde gegen Ihre Stimmen, das steht jetzt hier nicht weiter. Fakt ist, das ist Gesetz und hier steht eindeutig, es bleibt unberührt. Das ist erstmal gesetzliche Grundlage und insofern die Landesregierung hält sich daran. Ich gehe mal davon aus, der Landtag auch. Wenn wir dann zum 44er kommen, da steht dann in Absatz 1, mit Wirkung ab 1. Januar 2012 wird das Finanzausgleichsgesetz geändert. Ziel der Änderung ist die Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs an die sich aus diesem Gesetz, also aus dem Landkreisneuordnungsgesetz, ergebende neue Struktur der Landkreise, kreisfreien Städte und der großen kreisangehörigen Städte und die damit verbundene Aufgaben Neuzuordnung. Und genau das werden wir tun. Wir haben jetzt große kreisangehörige Städte und insofern, Herr Müller hat es angedeutet hier oder gesagt, der Fahrplan steht, wir wollen im Juni hier eine FAG-Novellierung verabschieden. Und genau nach diesen Grundsätzen, nach 43 und 44, nach Landkreisneuordnungsgesetz. Und wenn wir dann mal bei den gesetzlichen Grundlagen sind, Sie haben das ja auch sehr schön alles hier vorhin beim Tagesordnungspunkt davor mal dargestellt, Herr Ritter, dann nehmen wir doch mal noch das Finanzausgleichsgesetz § 7. Daran wollen wir uns ja möglichst auch halten. Und da steht, im Abstand von 2 Jahren ist zu überprüfen, ob aufgrund von Veränderungen im Aufgabenbestand oder aufgrund der Entwicklung der notwendigen Ausgaben im Verhältnis zwischen dem Land sowie den Gemeinden und Landkreisen die Finanzverteilung nach Satz 1 anzupassen ist. Diese Überprüfung soll erstmals im Jahr 2011 mit Wirkung für das Jahr 2012 erfolgen. 2011 hat begonnen, wir sind im ersten Monat. Die Prüfung findet im Beirat nach § 30 auf Grundlage eines gemeinsamen vom Innen-
und vom Finanzministerium zu erstellenden Prüfberichtes zur Entwicklung der des Aufgabenbestandes und so weiter, findet statt. Das heißt, unsere Landesregierung oder Innenministerium, Finanzministerium werden in diesem Beirat einen Bericht vorlegen. Die Zusammensetzung des Beirates kennen Sie, dort ist der Landkreistag und der Städte- und Gemeindetag vertreten. Dann werden Sie sehen, ob in deren Auswirkung möglicherweise die Beteiligungsquote sich ändern sollte, nach oben oder nach unten, das weiß im Moment kein Mensch, sondern Grundlage ist dieser Bericht. Und dann können wir urteilen und eine entsprechende mögliche Gesetzesänderung erstmal in Betracht ziehen. Aber was Sie hier tun, ist einfach nach dem Standard in Ihrem Punkt 3 wieder Beteiligungsquote hoch, ohne irgendwelche Grundlagen. Und das ist glücklicherweise durch diesen Landtag per Gesetz festgeschrieben, das Verfahren nach § 7 Absatz 3, und daran halten wir uns. Insofern, denke ich, sind wir hier auf der sicheren Seite und arbeiten auch solide korrekt, nicht nur als Landtag, sondern auch in diesem konkreten Punkt dann die Landesregierung. So viel zu dieser Thematik. Die Situation, die Sie angesprochen haben, Herr Ritter, ich will es kurz noch mal sagen, Beteiligungsquote, Verbundquote, Mindestfinanzgarantie, das schwebt immer so hier in diesem Haus, oder Zwei-Quellen-Modell. Aber besonders der letzte Punkt, aufgabengerechte Finanzausstattung. Wir können das ja von heute auf morgen mal umstellen, aber ich habe vorhin schon mal im Zwischenruf angedeutet. Wer bestimmt denn überhaupt diese aufgabengerechte Ausstattung? Wie wird das genau definiert? Das sind doch Fragen, Probleme, die sich vielleicht wieder dann daraus erst ergeben und dann zu neuen Problemen führen. Und insofern stimme ich mit Ihnen überein, die technischen Fragen sind das eine. Und ich will Ihnen auch ganz deutlich sagen, wie zum Beispiel so eine Umstellung auf das Zwei-Quellen-Modell oder aufgabengerechte Finanzausstattung dann vielleicht nachher aussieht und was es für Folgen hat. Es hat nämlich Folgen, ähnlich wie im Land Thüringen, die jetzt nun nicht untergegangen sind durch das Zwei-Quellen-Modell, aber die Linke in Thüringen stellt am 13.01. folgenden Antrag, Gesetzesentwurf. Drittes Gesetz zur Änderung des thüringischen Finanzausgleichsgesetzes nach dem Zwei-Quellen-Modell. Jetzt stellt die Linke in Thüringen fest, die Finanzzuweisung für den Winterdienst, die dort als Ergänzungszuweisung geregelt ist, da stellt die Linke fest, die ist logischerweise zu gering. Dann gibt es eine Gesetzesänderung, jetzt sind wir im Bereich Aufgabengerechtigkeit, was nicht genau definiert ist, aber die Opposition, ob das jetzt die Linke dort ist oder auch eine andere, das lasse ich jetzt mal außer Acht. Durch ein neues Modell wird dann die Opposition in die Situation versetzt, dann neue Angriffspunkte zu suchen, nämlich konkret dann hier. Heute beantragt man den FAG, Zuschuss für den Winterdienst dort zu erhöhen, morgen dann für die Sommerreinigung, was Ihnen dann auch immer so einfällt. Ich glaube, wir lösen über diese technischen Fragen das Problem der Finanzausstattung, was generell ein Problem ist, lösen wir auf diese Art und Weise nicht, sondern es gilt hier dann in der Gesamtheit nach Lösungen zu suchen. Das hatte ich jetzt schon zweimal gesagt, dass ich den Ansatz also auch nachvollziehen kann. Aber ich will auch ganz gerne an dieser Stelle nochmal fragen, wie sieht vielleicht auch die Realität aus? Die Realität wird ja von unterschiedlichen Seiten dargestellt und ich mache mir jetzt auch nochmal die Mühe, hier zu versuchen, die Realität zu zitieren. Und zwar wie folgt. Entgegen der Erwartungen gab es im September erste Hinweise, dass die Einkommenssteueranteile in diesem Jahr doch höher ausfallen als geschätzt. Einzelne Städte und Gemeinden waren auch überrascht, wie gut sich die Gewerbesteuer bei ihnen entwickelte. Hierzu kam, dass die Arbeitslosenquote weiter zurückging. Die ersten Ergebnisse aus der Kassenstatistik ließen auch einen Rückgang der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft vermuten. Dann kam die neue Steuerschätzung im November. Sie brachte nicht nur für den Landeshaushalt in diesem Jahr 150 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Auch die Steuern in den Städten und Gemeinden werden dieses Jahr um 77 Millionen Euro höher ausfallen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 2010 wieder den guten Wert aus dem Jahre 2008 erreichen. Die Beschäftigungseffekte aus dem Konjunkturpaket nähren die leise Hoffnung, dass in 2011 die Schätzungen noch übertroffen werden können. Bei der Gewerbesteuer werden die guten Werte von 2008 bereits in diesem Jahr überschritten. Tendenz weiter steigt. Jetzt werden Sie denken, der Renz redet das Land hier schön oder irgendwelche Situationen versucht er zu verkennen. Ich sage Ihnen, das ist der Bericht von Herrn Tomalla vom Städte- und Gemeindetag, den ich zitiert habe aus der Zeitschrift, die Sie vorhin auch schon mal gesagt haben, Überblick, die Nummer 1 2011. Das hat also auch der Städte- und Gemeindetag zu dieser Situation
hier gesagt. Dass der Städte- und Gemeindetag als Interessenvertreter natürlich mehr Geld fordert, ist legitim. Maximalforderungen sind immer gut. Insofern hat er in diesem Punkt sicherlich auch eine gute Strategie. Aber ich bin Herrn Tomalla eben auch dankbar, dass er die Situation so realistisch eingeschätzt hat. Und ich glaube, wer von uns kommunalpolitisch in Verantwortung ist und auch bei Haushaltsdiskussionen eingebunden ist, wie zum Beispiel ich in der Stadt Güstrow, wo auch der regierende Bürgermeister sozusagen vor anderthalb Jahren schon fast den Untergang prophezeit hat und ein Haushaltsloch im ersten Ansatz von über 4 Millionen dargestellt hat. Wir haben das dann hinbekommen, im Haushaltsbeschluss ein Defizit von 1,9 Millionen zu planen. Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt haben wir nun den Jahresabschluss 2010 vorliegen. Jetzt ist auf einmal dieses Haushaltsdefizit auf Null. Wir haben nämlich plus minus Null. Die 1,9 Millionen sind nämlich weggedrückt, weil wir nämlich konkret in der Stadt Güstrow statt 4 Millionen plötzlich 5,1 Millionen Gewerbesteuereinnahmen haben und auch in der Haushaltsrechnung mit Anhebung von einigen Hebesätzen wir die anderen 900.000 auch noch durch gutes Wirtschaften auf plus minus Null gebracht haben. Ich will nur sagen, auch er war einer, der vielleicht zu Recht oder ohne Recht zum damaligen Zeitpunkt, das kann ich nicht sagen, welche Sicht der Dinge er dort hatte, der aber sehr lautstark auch in der ersten Reihe gestanden hat. Und mir fiel das schon auf in den letzten 2-3 Monaten, dass er schon immer sehr verhalten sich auch in dieser Frage geäußert hat. Und das ist eine Situation, und Sie wissen, der gehört nicht meiner Partei an, die sich realistisch vor Ort darstellt. Und wenn ich letzte Woche beim Neujahrsempfang bin in der Stadt Krakow, auch dieser Bürgermeister gehört nicht zu meiner Farbenlehre, dann hat der gesagt in seinem Grußwort, erstaunlicherweise hat sich die finanzielle Situation unserer Stadt sehr, sehr positiv entwickelt und ich bin da nicht schadenfroh. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin froh, dass es so ist. Und deswegen müssen wir auch aufhören mit der Schlechtrederei, mit der Panikmache, alle 2 Monate hier, wie gesagt, diese Anträge zu wiederholen. Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Strategie ist, um aus dem Umfragetief zu kommen. Der 4. September ist nicht mehr allzu weit und insofern vielleicht nutzen Sie die verbleibende Zeit nochmal, um solide Anträge, damit solide Politik an den Tag zu legen. Ja, ich weiß, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, die Wahrheit tut weh, aber Medizin ist nun mal bitter. Bitte, ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Renz. Es hat jetzt das Wort für die Fraktion.